Der französische Präsident beginnt einen Staatsbesuch in den Niederlanden. Es wird erwartet, dass Macron zu seinen kontroversen Aussagen zum Taiwan-Konflikt Stellung bezieht. In einem Interview hatte er die strategische Eigenständigkeit der EU betont und davor gewarnt, im Taiwan-Konflikt der US-amerikanischen oder der chinesischen Linie zu folgen. In Washington reagierte man zurückhaltend. There's a lot of terrific bilateral cooperation just alone between the United States and France. We're focused on that. We're focused on making sure that together we're meeting the national security requirements of both our peoples. Macrons Position gegenüber den USA und China wurde an diesem Dienstag durch den französischen Minister für Wirtschaft und Finanzen gestärkt. Bruno Le Maire verkündete, dass die EU dafür kämpfen müsse, gerade in strategischen Fragen von den USA unabhängig zu sein. Nur weil die EU mit den USA verbündet sei, müsse sie nicht gegen China sein. Die Anspannung im Taiwan-Konflikt bleibt hoch. Erst am Montag erklärte China ein dreitägiges Militärmanöver vor der Insel für beendet. Viele chinesische Schiffe sollen noch vor Ort sein.